gonna give you up und war der Herzensbrecher schlechthin. Seiner Meinung nach lag das aber nicht an seinem Aussehen, sondern viel eher an seiner wunderschönen Stimme. Die ist über die Jahre noch besser geworden und auch durch ein paar graue Haare lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Hier ist für euch Rick Astley. Stimme. Thanks a lot, Rick Astley! So, und jetzt darf ich einen alten Bekannten bei The Dome begrüßen. Hier ist Alex Jülich! Hi Daniel, hallo ihr lieben Kieler! Alex, schön, dass du bei uns bist. Du kommst ja gerade aus Amerika, wo du zusammen mit Mike Tysons Ex-Frau Robin Givens den Film Air Race gedreht hast. Hast du auch Mike Tyson kennengelernt? Nein, leider nicht, aber zum Glück auch irgendwie auf eine andere Art und Weise, weil ich stehe eigentlich auf meine Ohren. Alles klar, ich verstehe. Kommen wir gleich zu unserem nächsten Gast. Ja, und da möchte ich sagen, da kommt ein sehr lieber Freund von mir, der in Arenal nicht wegzudenken ist. Es gäbe kein Kampftrinken und kein Sangria duschen, kein Nacktbaden ohne ihn. Und ist die Saison auch vorbei, da kommt die nächste und da ist er der Weltmeister und zwar im Après-Ski. Ja, der Typ ist einfach ein Funskerl und hier gibt's jetzt die volle Dröhnung. Der Superstar aus den Alpen. Hier ist für euch DJ Ötzi. Yeah!
she was just walking down the street singing. Wir nehmen die Hände nach oben und wir winken. Ho, 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 auf der Seite. Ho, ho, und da oben. Okay, wir können beginnen. Christmas time und TJ. Hey! It's time for love and happiness. DJ Santa Claus is in the house. Let's get ready for the birthday.
gute DJ Ötzi rockt sogar das Haus in der vorweihnachtlichen Zeit. Und ja, die Mädels werden allesamt in Ohnmacht fallen bei meinem nächsten Gast. Hallo Sascha. Hi Anastasia. Geht's dir gut? Ja, sehr gut. Du warst eine Weile jetzt im Studio, hast ein neues Album aufgenommen. Erzähl doch mal den Leuten, ob es okay für dich ist, dass jetzt alle sagen, der Sascha, der ist jetzt reif geworden. Das hat so ein bisschen was vom Apfel oder so. Aber ich glaube, dass ich musikalisch reifer geworden bin, ja. Vielleicht nicht so als Mensch oder so. Nee? Immer noch ein Kindskopf, ach, so ein Kindskopf. Aber ich glaube schon, dass man auch einfach mit der Zeit ein bisschen wachsen muss, sonst geht es einfach nicht weiter. Und du bist ja jetzt, glaube ich, seit gut 4 Jahren im Business, im Pop-Business, wenn ich das richtig mitgezählt habe, so richtig fett dabei. Gibt es da Highlights oder ist es schwierig, die zu benennen? Oder jedes Mal, wenn du auf die Bühne gehst? Ja, das ist natürlich eine sehr einfache Antwort, aber die gilt auch meistens. Also es ist nicht jedes Mal, aber es ist, glaube ich schon, also große Highlights sind, wenn man in der Halle steht und da sind 10.000 Leute und die sind extra nur meinetwegen gekommen und die singen dann alle irgendwie einen Song von mir und ich muss gar nichts mehr machen, nur noch das Mikro da reinhalten und die machen alles. Also das ist dann großartig, das ist schon ein sehr erhebendes Gefühl. Wird es auch heute. Viel Spaß auf der Dankeschön, Bühne. Dankeschön, vielen Rock Dank. Rock das Haus, okay. Schmusi-Ballade auch. Nicht verpassen, Sascha gleich bei The Dome. Mit absoluter Star-Power geht's bei The Dome weiter. Sarah Connor mit neuer Single S Club 7, die No Angels mit Donovan, der US-Megastar Mariah Carey und Latino.